Danke. Vielen, vielen Dank. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kallmann-Freunde. Kedves Kallmann-Rajongók. So, meine Damen, jetzt mache ich aber nicht mehr mit. Also, liebwerte Zuschauer vom ZDF. Vom ungarischen Fernsehen. Vom österreichischen Fernsehen. Ferner begrüßen wir noch sehr herzlich die Zuseher in den Niederlanden, in Dänemark, in Norwegen, in Schweden. In Belgien, Jordanien und dem Schwitzerland. Ja. In Finnland, Bulgarien und in Rumänien. Herzlich willkommen zu unserer großen Kallmann-Show hier in Ludwigshafen. Köszöntjük Önöket a mai Kálmán-estünk Ludwigshafenből. Die wir zum 100. Geburtstag des Schöpfers der ungarischen Operette hier für Sie veranstalten. Ezt a műsorunkat a nagy magyar operettszerző 100. születésnapjának tiszteletére rendeztük. Ja, ja, das wollte ich Ihnen auch sagen. Das glaube ich dir gerne. Überall in Deutschland wird sein Werk heute noch gespielt, von Nord bis Süd, von West bis Ost. Übrigens, herzlich willkommen auch all unsere lieben Landsleute jenseits der Grenze. Schönen Abend. Also, wenn ihr mich fragt, ich glaube, in ganz Deutschland gibt es keinen Theaterspielplan, auf dem nicht Kallmann-Operetten stehen. Ja. Folyton csak Németországról cseveg. Marlene redet nur von Deutschland. Verzeihung bitte. Ist Ungar, der Kallmann. Kallmann Imre magyar. Ja, ja, aber Wiener Operetten sind's dir geschrieben hat, bitte. Ja, bitte. Tschö, jetzt rede ich. Pardon. Ist Ungar, der Kallmann Imre. Ja, ja. Imre heißt auf Deutsch Emmerich. Kallmann Imre, akkor is magyar. Imre németül Emmerichet jelent. Ja, du hast ja vollkommen recht, Maria, aber über eins sind wir uns doch ganz klar. Ob nun Imre oder Emmerich, ist der Kallmann. Ja. Natürlich, ja. Und er ist auch in Ungarn geboren, da gibt es gar nichts zu streiten. Aber in Wien hat er seinen Siegeszug begonnen. Aber wie? Mit der ungarischen Operette? Ganz wieder recht. Mivel kezdte Diadal útját magyar operettel? Siófokon született a Balaton partján. Oh, verzeih bitte. Ja. Ist am Plattensee geboren. Seid ihr schon einmal dort gewesen? Igen. Igen? Uh-huh. Dann wisst ihr auch, wo seine Musik herkommt. Barátaim, gyertek ide! Primas, kommt! Spiel! Vom Plattensee kommt seine Musik her. Die kann man sehen, riechen und schmecken. Von dort hat alles geerbt. Sein Gefühl, sein Temperament, seine Urwüchsigkeit, seine Melodien, die sind doch so populär, dass man manchmal den Namen des Komponisten überhaupt nicht mehr weiß. Aber was soll das viel reden? Beweisen wir es lieber. Szívem kérek tőlem, jól vigyázva vám, azt ne hidd, hogy hűszerelmem játékszer csupán. Hogyha csak mulatni vágyol, engem elkerül, vigyázz! Kérd a csókot más leánytól, szedd a mézet más virágnal, én velem ne kezd, velem ne játsz! Hely rózsát már vépehetsz, hely rózsát elmehetsz! Mondom is én, hogy száz csókot összeszedsz, ha már nem engem, thank you.
ci arcerive. Usto cervon ovirag, usto comis ovirag, usto losto di rossoiar olag, ocio kirzivet ag. Usto Maria. Bravo, Maria. Ganz großartig. Bravo, meine Herren. Bravo, meine Herren. Primas unser Anton Szalai und seine Volksmusikkapelle. Sehr schön. Fabel. Fabelhaft, Maria. Fabelhaft, wirklich. Und dann dieses schöne Lied, dieses da 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 di da ti da da. Was ist das? Das ist Heumaschi Peter, Heumaschi Paul. Und was heißt das? Das kann man nicht übersetzen. Das sind Namen. Peter Heumaschi und Paul Heumaschi. Zwei Figuren aus einem alten Kinderlied. Kalman hat diese Namen für seine Melodien übernommen. Peter und Paul, ne? Darum gefällt dir das ja, so gut. Ja, wahrscheinlich. Verstehe ich. Aber ich weiß nicht, ob es euch so gut, also wenn ich diese Musik höre, so temperamentvoll, so voller Rhythmen, das zuckt mir in den Beinen. Und ja, dir auch? Mir geht's genau, nur kann ich es nicht so gut wie du, natürlich. Das lernst du noch. Finally. Und seht ihr, mit all dem im Gepäck, mit diesem Boden unter den Füßen, konnte er eben nach Wien gehen, ohne sich zu verlieren. Kalman imre ilyen útra való, weil in Dutel Bécsbe. Peter? Ja? Jetzt bist du dran. Danke, danke, ja. Du gibst also doch zu, dass der Kalman viele seiner schönsten Melodien für Wien geschrieben hat, ne? Na ja, hat heute, ne? Eben, eben, ja. Herr Wien, Wien, seine Landschaft,
der Wienerwald, die Donau und natürlich Grinzing und der Heurige und die Wienerinnen. Also bitte seid mir nicht böse, aber wer hat schon meine Heimatstadt so liebenswert beschrieben wie der Karlmann Imre? Da möchte man gar eine Wienerin sein. Siehst? Wenn es Abend wird und die Sonne singt, wenn der Geigerlied von der Puste klingt, seht sich oft allein hier beim Glaserl Wein. Denk, wie schön wär's bei euch jetzt zu sein. Wenn der Alpenmond dort am Himmel thront, froh herunterscheint, sag ich Prost, mein Freund, lieber Mond, unterbrich deinen Lauf. Hör mir zu, ich trag dir was auf. Grüß mir die süßen, die reisenden Frauen im schönen Wien. Grüß mir die Augen, die lachenden Blauen. Aber nun, meine Damen und Herren, darf ich auch noch sagen, küsst die Hand und guten Abend, Dagmar Koller und Servus, Günther Frank. Wo die Donauwellen singen, wo so froh die Lieder klingen, sprossen alle Herrlichkeiten unserer frühesten Kinderzeiten. Fröhlich sind wir aufgewachsen, ohne Ziererei und Faxen. Und so sind in Leid und Freud geblieben wir bis heut. Umweht vom süßen Duft der Wiener Waldesluft. Ein Wiener Mädel hat im Herzen den Sonnenschein, hat den Mai in den Augen, auf den Lippen ein Lied. Ein Wiener Mädel braucht nur eines zum Glücklichsein, wenn er tief in die Augen der Geliebte sieht. Sie will ja nichts als ihren lieben blonden Jungen, dem sie fürs Leben ungezwungen sich ergibt zu Lust und Schmerz. Ein Wiener Mädel strebt nach Glanzen, nach Schätzen nicht, denn sie alle ersetzen nicht wie ein liebendes Herz.
besonderes hat, ist entschwunden sie längst im Blick, bleibt stets ein Stück vom Herzen zurück. Alles winkt uns so freundlich zu, der alte Schäfer ruft, Servus du! Und selbst der Fremde singt dort ein Wein. Ich möcht so gern ein Halb in Trinzing sein. Wo ist der Himmel so blau wie Wien? Wo ist die Luft so schön lau wie Wien? Wo gibt's so goldige Süd? Wo ist so süppig der Wein und so gut? Wo blüht im Frühling der Flieder? Wo singt man Lieder? Schön in Wien, wie in Wien. Selig macht, Mond und Sterne tanzen und mein Herz das lacht. Alles scheint sich rings zu drehen, ich kann kaum noch gerade stehen. Alle hübschen Mädels kann ich doppelt sehen. Solch ein kleines Räuschelein richte ich mir jetzt täglich ein. Vormittag eins, Nachmittag eins und die Nacht drauf. Hören wir gar nicht auf. Ein Glas Wein, ein Lied und das bisschen Lied. Das ist alles, was uns übrig blieb. Sing und küss darum, du, er, du, und trink immer eins dazu. Ja. Das Wiener Lied so süß und weich ist wie ein Gruß vom Himmelreich, zum Herzen dringend leis und laut, so herzbezwingend lieb und traut. Ein Wiener Lied vom Küssen und vom Lieben ist dein Herz noch jemals kalt geblieben. Kommt man heut in ein Lokal, dann machen seine Mordskrawall. Mit Lichterhupen, Mikrofon, kein Mensch versteht einen gescheiten Ton. Dann rub ich mir die schönen alten Lieder, die man einst sang.
lieben Wien, im schönen Wien, am blauen Donaustrand. Wiener Musik, Wiener Musik, konntest die Welt einst betören, Lieder so reich, Walzer so weich, meine Damen und Herren, das alles waren Melodien aus der Gräfin Maritza, der Zirkusprinzessin, dem Teufelsreiter, Hollandweibchen und der Herzogin von Chicago. Aber Sie haben es ja gemerkt, trotz Holland und Chicago, es drehte sich alles um Wien. Ach, es ist so schön, ich weiß nicht, ob ich da lachen oder weinen soll. Komm, Peter, trink mit mir. Ja, trink Ihr mal. Wiener Heuriger, ich, Tokajer. Karlmann hat Österreich und Ungarn in sich. Ja. Geschenk, auf diese Melange. Prost. Ja, nur darf ich nicht vergessen, Ihnen zu sagen, wie es weitergehen soll. Denn nun tanzt für Sie das ungarische Fernsehballett in der Choreografie von Herbert F. Schubert einen mitreißenden Kalman-Walzer. Oh, komm mit mir, ich tanz mit dir ins Himmelreich hinein. Ja, Sie haben es erraten, der sogenannte Dorfkinderwalzer aus der Operette Der Zigeuner Primasch. Thank you.
Hand, entzückend. Ich möchte an dieser Stelle aber nicht versäumen zu sagen, dass wir uns ganz herzlich bedanken für die Mitwirkung an unserer 100-Jahres-Feier bei dem Kölner Rundfunkorchester unter der Leitung von Heinz Gese. Ein wunderschönes Abend, Herr Gese. Vielen Dank, meine Herren. Durch die Qualität seiner Einfälle hat Kallmann schon seit der Entstehungszeit seiner Operetten die ganz großen Stars der Opernbühne immer wieder dazu gebracht, sich seiner Musik anzunehmen und sie in ihrer ganzen Schönheit aufblühen zu lassen. Aber natürlich, er hat das Komponieren ja auch am Budapester Konservatorium erstmal richtig gelernt. Hat mich schon die Budapester Zeneakademie antanulta meg a Zeneszerzés. Ja, er wollte zunächst etwas Ernstes, nur Ernstes komponieren und Opern, Symphonien, Kirchenmusik. Ja, und er hat es auch getan, aber ja, inzwischen wissen wir es ja. Weltgeltung hat er natürlich mit seinen Operetten erlangt. Da fällt mir übrigens eine Anekdote ein. Als Kallmann gefragt wurde, warum er sich denn ausschließlich der heiteren Muse verschrieben habe, hat er geantwortet, weil sie es mir in so überreichem Maß gelohnt hat, dass ich sie so ernst genommen habe. Ja, und sehen Sie, ja, und die ganz großen Sänger, die haben die heitere Muse eben auch immer ernst genommen. Die Vorurteile, die manche Leute gegen die Operette hatten. Und haben. Ja, leider auch haben. Leider. Ja. Aber die werden durch die Musik Kallmanns, die im besten Sinne populär und nie banal ist, einfach, wie soll ich sagen? Umgepustet. Ja. Über den Haufen geschmissen. Kam vor der Wahl noch. Ja, das hast du sehr schön gesagt, Maria. Ja, nun haben wir die Freude, zu dem Belcanto mit den schönsten Melodien aus der Gräfin Maritza Ihnen zwei Weltstimmen zu präsentieren, nämlich Anneliese Rothenberger und Nikolai Gedda. Thank you.
Augen sehen, mein Liebchen, sei bereit. Ich wart auf dich im Dunkeln vor dem Tor. Heut hab ich mit dir was Besonderes vor. Die Stund ist da, sie kommt mit leisem Schritt. Wirklich schön, wunderbar und herrlich in dieser Interpretation, nicht wahr? Szép ez a muzsika is, főleg ilyen előadásban. Igen, igaz? Ja, nun aber zu einer anderen Seite der Kallmannschen Musik. Bewegung, Feuer, Rasanz. Rhythmen, in denen sich das ungarische Rubato mit der Jazz-Synkope vermählt. Die Tänze seiner Zeit, Quickstep, Rumba, Foxtrot, Shimmy. Ja, alle Einflüsse hat er aufgearbeitet, eingebettet in den Reichtum, den er von Ungarn mitgebracht hat. Kálmán Imre zenéjében felhasználta korának legdivatosabb táncait, a Quicksteppet, a Foxtrottot, a Rumbát és a Shimmy. Jawohl, und wer könnte besser diese eine Seite zeigen als Marlene Scharell mit ihrem Partner Sándor Németh und Herbert F. Schubert? Thank you.
einen Mädels im Trikot. Ja, ja, ihr seid schon einmal so. Die seidenen Röckchen, ach, die sitzen fesch. Und runter nur ein Haar von Spitzenbett. Ach, wie das knistert, wie das raucht, wenn sich beim Tanz das Röckchen baut. Sie kommen jeder Jüngling riesig vor, die kleinen Mädel im Trikot. Gott am Sonntag nur, ach Fräulein, ich sag's wie's war, ist Fräulein, wär ich der Paris, wüsste ich, zu wem es wohl das Äpfelchen ausgott, denn sie sind rassig, sind kurz und gut, herrlich üppig, doch nicht massig, sind kurz und gut, unbeschreiblich weiblich, Fräulein, sie sind ein Schlager, voll schlank, nicht dick, nicht mager, Fräulein, sie sind enorm in jeder Form, in Form. Lockende Glut. Er fragt, my sweetheart,
bist du mir gut. Und tanzt den Slow Fox mit Mary bei Cocktail und Sherry noch viele und viele Mal. Schön mittanzen, schimmischimi jetzt der Club vom Ganzen, schimmischimi ist der Schlager dieser Ballsaison. Schimmi ist dort im Salon sehr nötig, Schimmi ist der Gipfel der Ästhetik, schimmischimi jetzt die allerletzte Kreation. Früher einmal machten es die Willen, jetzt gehört's dazu, um sich zu bilden. Früher war Shopping, jetzt gehört zum guten Ton. Früher tanzte das die Bodo-Kuhlen, jetzt mal zwei den feinsten Leute. Schimmi, schimmi ist die große Mode, schimmi ist die Sensation. Ja, meine Damen und Herren, ich glaube, wir können uns jetzt sehr gut vorstellen, wie diese Rhythmen das Publikum in den 20er Jahren elektrisiert haben. Ja, nur die sogenannten goldenen 20er Jahre waren ja gar nicht so golden. Ja, was hast du gesagt? Tja, wenn die Leute nicht zu lachen haben, wollen sie im Theater glücklich sein. Ja, da hast du recht, ja. Nun, wie dem auch sei, wirklich, das stimmt. Rhythmus und dazu der Reichtum an Gefühl, an Melodik und natürlich seine meisterhafte Kompositionstechnik brachten ihn Weltruhm. Kallmann wurde international. Er erreichte die entferntesten Ecken dieser Erde. Wir haben versucht, ein wenig diese Internationalität in unsere Sendung einzubauen und wollen Ihnen nun 8 junge Sänger aus 6 verschiedenen Ländern vorstellen. Und sie alle singen ein kleines Stückchen Kallmann in ihrer Heimatsprache. Ich glaube, das kann ganz hübsch werden. Hören Sie sich doch das bitte an. Kallmann im Rezenie nemzetközi lett. Most hallgassák meg, hogyan énekik dalait koreai, lengyel, spanyol, angol, japán és perzsa nyelven. Also ungarisch können wir jetzt bald. Ne? Ja, und nun singen für Sie, meine Damen und Herren. Und jetzt wird's schwierig. Chong Cha Shin und Kyu Sang Chong. Sie hatten den weitesten Weg zu uns. Sie kommen aus dem exotischen Korea und fordern Sie gleich auf, komm mit nach Warastin. Sine misonun Debrecen에서 호수까지 나는 당신을 바라스틴으로 뜨거운 정열에 넘치는 시선 불타는 이 내 맘도 쳐서
Tag verrasten, solange noch die Rosen blühen. Dort ist die ganze Welt noch rot verstrickt. Bravo. Schön. Ja, und ganz besonders freuen wir uns jetzt über einen Gast aus Polen mit dem Lied der Fedora aus der Zirkusprinzessin, Christina Zaremba. Ein Mann, der sonst unter Palmen träumt, aus dem heißen Puerto Rico, mit heute Nacht habe ich geträumt von dir, Alejandro Vázquez. Con tu presencia ya muy cerca debí ser. Bésame te lo insistí y tú dijiste sí. Yo quisiera soñarte y en sueños besarte, de cuando al despertar vea tu imagen sin igual. Podré decir lo que esta noche yo soñé. Sueño febril de amor, sueño febril de amor. Von der Karibik nach Nordamerika und dazu My Darling, My Darling. Diana Matthews und Rendal Mann. Überall in Konkurrenz dieses Japan, nun auch bei den Tenören. Aus dem fernen Inselreich mit zwei Märchenaugen, Koichi Maeda. Wasureられる
Tenorkollegen, Konkurrenz aus dem fernen Osten. Und nun, ich sing mein Lied im Regen und Schnee. Heute aus Persien. Najafi Elahe. International und versteht jeder. Es lebe die Liebe. Es lebe die Liebe. Maria, was heißt eigentlich Liebe auf Ungarisch? Szerelem. Wie? Szerelem. Szerelem. Mhm. Maria, was heißt ich liebe dich auf Ungarisch? Szeretlek. Ah. Szeretlek. 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 Noch was? Szeretlek. Szeretlek. Schön. Und jetzt, nachdem wir bei Liebe angekommen sind, Imre Kalmans große Liebe ist heute da. Hier, Vera Kalman. Liebe Frau, ich freue mich sehr, dass Sie heute mit uns diesen schönen Geburtstag feiern. Herzlich willkommen bei uns.
alle und besonders das Publikum so viele Jahre Treue und ich hoffe auch weitere Zukunft Treue meinem Mann weiterhalten wird. Dankeschön. Liebe Landsleute, das ungarische Fernsehballett in der Choreografie von Agnes Robos jetzt den Grand Palotage de Lorraine aus der Teufelsreite. Unserer Sendung haben wir Kallmanns berühmtestes Werk aufgespart. Die unsterbliche Tschadas Fürstin. Ihr unglaublicher und somptuöser Melodienreichtum bezaubert die ganze Welt seit über einem halben Jahrhundert. Ja, wirklich. Da ist ein Einfall schöner als der andere.
Aber nicht nur die Melodien allein machen diesen Erfolg aus, nein. Diese Operette ist, wie jedes echte Kunstwerk, das Spiegelbild einer Epoche und ihrer Gesellschaft. Man muss sich das vorstellen. Premiere 1915. Draußen tobt der Krieg, die Schlacht am Isonzo. Und in Wien, in der Favoritenstraße, auf der Bühne des Johann Strauss Theaters, da singt der Edwin zu seiner Silber: Mag die ganze Welt versinken, hab ich dich. Wunderschön, diese Melodien, herrlich. Ein wirklicher Glückstreffer, diese Csárdás-Fürstin. Ja. Du, Maria, hat mir versichert, Peter, ja, dass man Csárdás nicht übersetzen kann. Nein. Ich würde sagen, überlassen wir das den Ungarn. Aber ja, natürlich, ja. Neben einigen Interpreten, die Sie ja schon kennen, wollen wir Ihnen nun ein ungarisches Paar vorstellen. Die beiden sind Ensemblemitglieder der ungarischen Staatsoper in Budapest und gelten als Traumpaar. Und ja, ich glaube, wir dürfen es verraten, auf nicht? Jeden Fall. Sie suchen zwar weiterhin in der Operette das Happy End, im Leben aber haben Sie es bereits gefunden. Sie sind nämlich ein Ehepaar. Katalin Bitti und Dieuze Leblanc. Aki került eddig lámos, rajtam a sor engem fújt. Csítítom a szívem, hagyd el magam, minek ez a roppant hív. De kicsúfol a szívem, s dobban halkan, s dobogása mindegy név. E név, miért van én nevem, ezt mondja meg nekem. Ha tudnám, én megmondom, de ezt a szív sem tudja talán, mert egy a szívem, egy a párom, boldogságom tűned várom, más leánytól még az édes csók sem kell. Egy a párom, egy a szívem, csak figyelni, mert nem biztos, hogy igazi tűz elláng. Ki aludt, ha gyorsan késel, szomorúhatna ránk. Itt mi marad a tűz, én mondtam végül, kunyorog a kis parázs. Mi marad a forró üdvességből, kicsi havos hétmi van. Ilyen bős angyalom, ez nem jó alkalom. Na, azt hiszed, hogy népszerem, de holnap mindent elvesz. Egy a szívem, egy a párom, boldogságom tőled várom, más legényt még az édes csók sem kell. Egy a várom, egy a szívem, egyet tud szeretnében, nálam nincsen szem, nálam nincsen szeretnében. Lenni, mint a méz. Te rongyos élet, bolondos élet, leszokni rólad, Istenem, milyen nehéz. Das ist die Liebe, die dumme Liebe, macht das Männchen wie den Auerhahn so blind. Erst in der Ehe, so in der Liebe,
das liegt hier am lumpigen Geld. Weißt du, wie lange noch der Globus sich dreht? Ob es morgen nicht schon zu spät? Die Mädels vom Chantal, sie nehmen die Liebe nicht so treu. Und ziehen und locken die Mädels vom Chantal. Uns Männer, steht an so weit. Die Mädels vom Chantal, die machen nicht viel sich aus der Treue. So, sie ändern das Programm, verändern was ein ganzer Schlamm und nimmt sich eine neue. Joi! Sitzer, SM, Ost, Otsche, Gissar, Nele, Kühler, Meek, und wenn ihr sag ich mal, nenn egyek egyedül oda, nem hagylak el, nem én soha. Jaj, cica eszem azt a csöp, kis szád, nélküled még a mennyország is vád. Ha ülök is a mennybe, te cica csak üzegbe. Vielleicht ist in Ungarn der Karneval ausgebrochen, oder? Ich weiß, dass heute überall der Fasching ist. Ja, da fällt mir auch ein, dass der Kallmann eine Operette geschrieben hat, die im Fasching spielt, und zwar im Münchner Fasching. Die Faschingsfee. Warum vereinen wir heute nicht hier am Rhein den Karneval mit dem Fasching? Alaaf! Lalai! Hello! Thank you.
uns gleich die Rinnecker Prinzengarde mit ihrem Anblick erfreuen. Bühne frei! Bitte wollen Sie Schimmi tanzen, Schimmi, Schimmi, jetzt der Clou vom Ganzen, Schimmi, Schimmi, jetzt der Schlager dieser Ballsaison. Die Mädels vom Chanton, die lieben nicht so tragisch. Drum ziehen und locken wir Mädels vom Chanton. Die Männer, steht's an so magisch. Ein kleiner Slow Fox mit Mary, bei Cocktail und Sherry, das wär so mein Ideal. Es tanzt der Flirt und der Husband mit Mary zur Jazzband und sie ruft ab noch einmal. Ganz ohne Weiber geht die Chance nicht, ganz ohne Sonne blüht die Rose nicht. Drum auf die Frau zu hören, Männer, ihr sollt's mir schwören, schon wer sein Wort da noch bricht. Mädels im Trikot, ja, ihr seid schon einmal so. Ihr tut das liebst, ihr euch von uns erfüllt und dabei seid ihr schon beim Kommandier. Lieber Himmelsvater, sei nicht blöd. Schau, das Frau sein macht uns so nervös. Man sich ganz in Tugend ein, der Teufel sollt uns doch ein Bein. Liebling, du bist mein Schlager voll Schlag, nicht in die Fragen, sowas mit dir, Figur, schaff Gott, dann wunder nur Gott. Komm mit nach Baralschwein, solange noch die Rosen blühen, dort wollt ihr glücklich sein, wir beide ganz allein. Das ist die Liebe, die dumme Liebe, die macht das Männchen wie den Auerhahn so blind. Erst in der Ehe, so in der Nähe, da merkt man, dass die anderen Weibchen hübscher sind. Das allein ein Lied und ein bisschen Lied ist dir viel, wenn's dir noch übrig blieb. Sieg und Kassel und Unterbu und immer eins ab. Joi, 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 Mama, Bruder, Herz, ich kauf mir die Welt. Joi, Mama, was liegt mir am lumpigen Geld? Weißt du, wie lange noch der Globus sich dreht, ob es morgen nicht schon zu spät? Joi, joi, mein Bruder, Herz, ich kauf mir die Welt. Joi, joi, mein Gott, ich bin zum lumpigen Geld. Wisst ihr, wie lange noch der Globus sich dreht? Danke so lange.
Freunde! Wow, Freunde! Wir danken heute für die vielen tausend Stunden, in denen der junge 100-Jährige die Menschen so froh gemacht hat. Ja! Auf die nächsten 100 Jahre! Ja! Danke und auf Wiedersehen! Küssen um 7 Baba! Wiedersehen und Servus!